genau, und genau, wenn es jetzt darum geht, dass Sie sowas sagen, darf ich es erst recht aufnehmen? Sie wollen nicht aufgenommen werden, obwohl Sie selber Presse sind. Sehen Sie, und jetzt stellen sich Leute vor mich, dass ich keine Aufnahmen machen darf, obwohl Sie gerade mich daran behindern, hier welche Aufnahmen zu machen. Sie haben gerade nicht gesprochen, sind selber Medien. Sie vielleicht ein paar Fragen stellen, Sie gehören zur Presse. Ja, klar. Und Ihr Eindruck bis jetzt, wie hat sich das entwickelt die letzten Tage? Was war am Anfang, was ist jetzt? Also meine persönliche Meinung ist es halt, dass es vielleicht nicht unbedingt ja, mit solchen Leuten, die halt jetzt hier in dem Mob sind, ja, mit stattfindet. Es wurde ja gerade gesagt, dass die Flaggen, die halt irgendwelchen rechtes oder mehr oder weniger rechtes Gedankengut hat. Was waren das für Flaggen? Haben Sie da welche gesehen? Ich habe halt eine Flagge gesehen, das war eine Sachsen-Flagge ohne dem Sachsen-Logo mit drin und das musste unter anderem abgenommen werden. Also Sachsen-Flagge musste entfernt werden schon, okay? Ohne Sachsen-Logo, also so, das war okay. Ausgeschnitten, ja, dementsprechend. Und ja. Sie sprachen vom Mob jetzt gerade, da meinen Sie jetzt Leute hier oder generell oder ein paar also, oder wie läuft das? Das sind ein paar, es haben sich ja sehr viele Bürger angeschlossen, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, das Grundgedankengut, was hier verbreitet werden, was sie hier verbreiten wollen, das ist nicht das Richtige. Und genau, wenn es jetzt darum geht, dass Sie sowas sagen, darf ich es erst recht aufnehmen? Sie wollen nicht aufgenommen werden, obwohl Sie selber Presse sind. Sehen Sie, und jetzt stellen sich Leute vor mich, dass ich keine Aufnahmen machen darf, obwohl Sie gerade mich daran behindern, hier welche Aufnahmen zu machen. Sie haben gerade mit uns gesprochen, sind selber Medien. Sie sind selber Medien und wollen nicht, dass wir über Sie Bericht erstatten. Sie sind jetzt von der Gegendemo, oder? Nein, ich bin Presse, aber ich möchte, wenn ich... Ach, Sie sind Presse? Dann möchte ich nicht, ja, stellen Sie sich vor, wir sind pressemäßig unterwegs. So Sie haben sich auch nicht vorgestellt. Sind wir genau bei dem Punkt, den Sie haben mich nicht gefragt. Normalerweise spreche ich Leute an, wollen Sie mir reden oder nicht? Genau das habe ich getan. Unproblematisch. Glauben Sie mir, das ist Pressearbeit, so wie Presse ihre Arbeit macht. Wir schauen uns das gerne nochmal an. Ich möchte einfach nicht, dass die Aussage halt gezeigt wird. Ja, das wollen wahrscheinlich ganz viele andere Leute auch nicht, nachdem sie irgendwelche Sendungen geraten. Aber das passiert mal und mal nicht. Wir prüfen das gerne nochmal, wohlwollend. Aber glauben Sie mir, das ist Pressearbeit, wie wir es erleben.